Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe heute Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier dreht sich alles ums langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Das Ganze probieren einige Anleger auch mit Apple. Langfristig war das ja sehr erfolgreich. Jetzt eher mittelkurzfristig geht es mal hoch und mal runter. Der neueste Trend ist jetzt wieder nach oben, nachdem die Quartalszahlen dann auch nochmal rausgekommen sind. Nochmal ein Boost nach oben. Liest sich auch erstmal ganz toll. Nämlich der Gewinn pro Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht, 4,18 Dollar. So, und was wir jetzt mal machen ist, wir nehmen diese 4,18 Dollar auseinander und ich werde zeigen, dass diese Beschönigung der 4,18 Dollar Apple schlappe 2 Milliarden Dollar gekostet hat in diesem Quartal. Und im Prinzip ist es schon, oder es grenzt schon an eine Verarsche, was Apple hier macht. Und ja, der Markt scheint es ja auch zu glauben und das stimmt mich schon etwas bedenklich, das Ganze. Wir werden jetzt also nicht wieder kauen, was alles mit China auf sich hat und warum die Umsätze runtergegangen sind, bla bla bla. Wir gucken uns das ganz kurz im Aktienfinder an. Und zwar hier. Und da gehen wir in die Vollanalyse. Und wechseln mal noch kurz die Ansicht hier. Und die Zahlen sind schon die aktuellen und wir zoomen nochmal kurz rein und sehen wir das besser. Und man sieht schon, dass Apple jetzt, ich will das Wort Krise nicht in den Mund nehmen, Krise ist wahrscheinlich auch übertrieben, aber dass Apple jetzt in einer Stagnationsphase feststeckt. Sogar Earnings per Share, wenn man jetzt an die Prognosen geht, Gewinn pro Aktie 11,91, letztes abgeschlossenes Geschäftsjahr. Und wenn wir uns dann die Prognosen angucken, wäre es 11,50. Trotz Aktienrückkäufe und auf die Aktienrückkäufe werden wir noch explizit zu sprechen kommen. Wäre hier also ein Rückgang beim Gewinn und beim operativen Cashflow ebenfalls. Wir sehen ja auch, dass die Umsätze nach unten gegangen sind. Das war ja das große Thema, vor allem natürlich wegen China, wo der iPhone-Absatz runtergegangen ist. Was wir auch sehen, ist übrigens, dass die Margen seit langem, seit 2012 rückläufig sind, obwohl das iPhone ja immer teurer geworden ist, was ja ein Kritikpunkt war. Und die operative Marge ist trotzdem, 2013 war es bei 28,7%, jetzt liegt sie bei 26,7%, 2 Prozentpunkte gefallen. Mag jetzt nicht so viel erscheinen, aber wie gesagt, das iPhone wird ständig teurer und die operative Marge sinkt trotzdem. Wäre wahrscheinlich ein eigenes Video wert. Nichtsdestotrotz, wir haben hier also die Jubelmeldung gesehen. Alles toll, neues Allzeithoch 4,18. Und jetzt gucken wir uns mal, wie dieses Allzeithoch zustande kam. Und dazu müssen wir, Moment, in ein Excel gehen. Und das ist hier. Und da gehen wir erstmal hier drauf. Sollte groß genug sein. Und hier habe ich jetzt nochmal die Schlagzeile kopiert mit dieser Jubelmeldung von Apple. Und wir haben hier dann einen Vergleich zwischen dem aktuellen Quartal. Wir sehen hier auch wieder die 4,18. So, noch größer gemacht. Wir sehen hier auch die 4,18 von hier. Wir sehen dann das Vergleichsquartal letzten Jahres. Da waren es 3,89 pro Aktie. Und das ist also eine Steigerung von 7,5%. Wenn wir jetzt aber, und ach so, und hier ist das Net Income, und da sieht man schon, dass das Net Income rückläufig gewesen ist. Das heißt, aus Unternehmenssicht war der Gewinn rückläufig bei Apple. Aus Sicht des Gewinns pro Aktie war jedoch eine Steigerung. Es ist jedoch eine Steigerung erzielt worden. Und diese Steigerung wurde hier eben verkündet. Was wir auch sehen ist, dass die Anzahl der Aktien rückläufig ist. Die ist nämlich ebenfalls um 7,5% gefallen. Der Gewinn pro Aktie ist dann um 7,5% gestiegen. Rechnen wir mal, was der Earnings per Share wäre ohne Aktienrückkauf. Dann würden wir auf 3,87 Dollar kommen anstatt 4,18. Wir hätten also einen leichten Rückgang hier um 0,5%. Das heißt, die Schlagzeile hier müsste dann schon ganz anders lauten. Anstatt All-Time High müsste man dann verkünden, dass man einen Rückgang auch beim Earnings per Share hat. Das Ganze geht jetzt aber noch weiter. Denn so ein Aktienrückkauf, das ist bei Apple keine Eintagsfliege, sondern das ist eine Dauerveranstaltung. Und das laufende Aktienrückkaufprogramm, das hat ein Volumen von sage und schreibe 100 Milliarden US-Dollar. Das ist diese Zahl hier.
Und davon wurden 37,3 Milliarden bereits benutzt. Also für diese stattliche Zahl wurden bereits Aktien zurückgekauft. Das heißt, wir haben noch 62,7 Milliarden US-Dollar offen. Das macht bei einem aktuellen Preis von $165,25, würde das knapp 380 Millionen Aktien entsprechen, die man nochmal aus dem Verkehr ziehen könnte. Und das heißt, es blieben hier 4,4 Millionen knapp Aktien übrig. Und wenn wir einfach mal gucken wollen, wie viel Earnings per Share das auch macht, dann wäre der Earnings per Share, wenn wir dieses komplette Aktienrückkaufprogramm quasi noch ausnutzen würden, was noch offen ist, das hier, dann wäre der Earnings per Share 4,54 beim aktuellen Net Income. Das heißt, hätten dann eine Steigerung von 16,8% anstatt 7,5% erzielt. Oder wenn anders nochmal, wenn wir hier dann die Differenz ausrechnen, dann könnten wir eben noch um 36 Cent durch dieses Aktienrückkaufprogramm den Earnings per Share steigern durch die Reduzierung der Aktien um eben dieses Volumen. Da, und gut, dann jetzt fragt man sich vielleicht, ja, ist das gut oder ist das schlecht? Zuerst muss man natürlich mal erkennen, also es gibt eben einmal quasi die Erfolgsmessung auf Unternehmensebene, das wäre das hier, Net Income auf Unternehmensebene. Und dann gibt es eben das ist dann quasi der gesamte Kuchen. Und dann gibt es eben den Kuchen pro Aktionär bzw. pro Aktie. Und das ist jetzt erstmal nicht schlecht, dass man diesen Kuchen pro Aktie quasi vergrößert, also der Anteil, der auf eine einzelne Aktie abfällt. Die Frage ist allerdings, was kostet das Unternehmen so etwas? Und das sehen wir hier. Hier sehen wir erstmal für die Übersicht die einzelnen Tranchen und dann in welches Quartal die gefallen sind. Also ich verfolge das jetzt erst seit 2 Quartalen. Dann hätten wir hier das aktuelle Quartal. Da wurden 2 Tranchen gemacht, die wiederum aus mehreren Untertranchen bestehen, die aber nicht aufgedröselt werden. Das brauchen wir auch gar nicht. Was interessant ist, ist auf jeden Fall die Anzahl der Aktien, die in einer Tranche zurückgekauft worden sind. Also hier zum Beispiel 31,3 Millionen und hier 6,7 Millionen ungefähr. Der durchschnittliche Preis. Und dann hier habe ich doch den Marktwert dann ausgerechnet. Das heißt, wir haben hier Aktien zurückgekauft für 8,2 Milliarden US-Dollar in diesem Quartal, also im abgelaufenen Quartal. Und hier war eben der Durchschnittspreis. Und der Durchschnittspreis ist dann hier 210,89. Für diesen Preis wurden quasi diese Aktien in Summe zurückgekauft. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem Preis zum Ende des Quartals, da lag der Preis dann zum Ende dieses Quartals, Q1 2018, da lag dann der Aktienpreis von Apple bei 157,74. Und im Schnitt haben sie im gleichen Quartal die Aktien gekauft für 210,89. Das macht mal schlappe 2 Milliarden Buchverlust, die Apple durch diese Aktienrückkäufe erzielt hat. Und das ist natürlich schon übel. Wir sehen hier im Q4, also im abgelaufenen Quartal, sehen wir, dass Apple einen Buchgewinn gemacht hat. Wenn wir ebenfalls hingehen und den Endpreis dieses Quartals hier nehmen, da war nämlich die Aktie relativ nah am Allzeithoch von 224,96 US-Dollar. Wäre ich jetzt böse und würde es mir nur um die Schlagzeilen gehen, dann würde ich mal ganz einfach diese 165 US-Dollar nehmen und würde dann hier die ganzen Aktienrückkäufe mit dem aktuellen Kurs, also von diesen 165 Dollar vergleichen, die gemacht worden sind hier in den beiden Quartalen. Dann käme ich jetzt auf einen Buchverlust von über 6 Milliarden Dollar. Das heißt, in den letzten 2 Quartalen hat Apple 130,5 Millionen Aktien zurückgekauft zu einem durchschnittlichen Kurs von 212 Dollar. Und der aktuelle Kurs liegt bei 165 Dollar. Er ist ja wieder gestiegen, er war ja schon deutlich drunter, ist aber immer noch über 6 Milliarden Dollar Buchverlust. Und da muss man halt schon Apple heißen, damit einem das, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt was ausmacht. Was ganz interessant ist, das ist hier noch die erste Tranche, die über ein Volumen ging von 31 knapp halb Millionen Stück, also Aktien, zu einem Kurs ungefähr von also zum durchschnittlichen Kurs von 219,71 US-Dollar. Und das geht bei mir oder firmiert bei mir Unterstützungskäufe und wir sehen auch gleich warum. Wir sind hier in Trading View und diese Tranche, von der wir jetzt reden, die ging von Oktober bis September, also von hier bis da. Von hier
bis da. Und der durchschnittliche Kurs, der war hier bei 219 irgendwas, also hier ungefähr. Zu dem Kurs hatte Apple dann diese über 30 Millionen Aktien zugekauft. Und ich weiß noch, wie berichtet wurde, weil der S&P 500, es ging doch schon nach unten. Und den können wir jetzt auch mal einblenden. Und ändern hier mal die Anzeige. Also hier hat Apple fleißig Aktien zurückgekauft. Hier hat Apple fleißig die Aktien zurückgekauft. Und zwar in einem ganz schönen Volumen. Das gehandelte Volumen im Durchschnitt, das liegt bei, hier wird es, jetzt wird es gar nicht, ah doch, da oben wird es angezeigt, also hier wird es angezeigt. Die haben ungefähr ein Tagesvolumen, sage ich mal, ein durchschnittliches Tagesvolumen innerhalb eines Quartals, zugekauft innerhalb eines Quartals. Ja, eigentlich sogar innerhalb von ungefähr einem Monat oder ein bisschen mehr. Und der S&P, der 500, der ging schon runter. Den hat es schon erwischt. Und die Apple-Aktie, hat sich immer wieder erholt, ganz magisch. Und es liegt jetzt natürlich nahe, dass das die Rückkäufe von Apple selbst waren, die diesen Aktienkurs versucht haben zu stützen. Hat dann irgendwann eben nicht mehr geklappt und dann ist hat's den Aktienkurs eben auch erwischt. Sieht man ja dann hier im weiteren Verlauf. Und sowas ist natürlich dann schon bedenklich. Und im weiteren Verlauf wurden ja dann auch Aktien zugekauft, aber viel, viel weniger. Und normalerweise wird man ja sagen, wenn Apple Aktien zurückkauft, dann hätten sie das hier unten irgendwo machen sollen. Allerdings, das sieht man ja hier. Die haben ja dann bis zum 31.12. nochmal 6,7 Millionen Aktien zugekauft, aber da ist immer noch für 202 Euro Durchschnittskurs. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Preis angucken, dann war also die zweite Tranche, der zweite Kauf, der war hier oben zu dem Kurs 202 Euro. Obwohl schon ja, Mitte November, sage ich mal, der Kurs bei 100, unter 190 US-Dollar war. Und dann im Dezember war der Kurs bei 174 und noch günstiger. Also hier hat man wohl so gut wie überhaupt keine Aktien zurückgekauft, da unten. Man hat alles da oben, extrem da oben, die Aktien zurückgekauft und dann nochmal hier ein bisschen. Und das nenne ich schon mal ziemlich, ja, schlechtes Market Timing. Und wie gesagt, da muss man wohl schon Apple sein, um sich sowas leisten zu können. Wo wir dann zum nächsten Punkt kommen, sich es leisten können. Das sieht man halt hier auch im Aktienfinder. Haben sie hier, die haben, Apple hat halt Enttilgungskraft. Das ist der Free Cashflow abzüglich den Dividenden, also das, was quasi überbleibt, um theoretisch Schulden tilgen zu können. Die haben halt eine Tilgungskraft von 50 Milliarden, sogar über 50 Milliarden momentan immer noch. Und da kann man sich dann halt eben offensichtlich leisten, Bilanzkosmetik zu machen. Und der Markt, der scheint das ja auch zu honorieren. Die Apple-Aktie steigt. Insofern denke ich, kann Tim Cook und Konsorten können sich zufrieden zurücklehnen und werden womöglich das halt eben weitermachen. Langfristig ist es meiner Meinung nach nicht im Sinne der Aktionäre hier, teuer Aktien zurückzukaufen und da einfach Buchverluste aufzusammeln. Aber gut, Sie wissen ja jetzt, wie das zustande kam, diese Jubelerfolgsmeldung. Ich zeige sie nochmal. So, Sie wissen jetzt, wie Sie das hier beurteilen können und können da dann Ihre eigenen Schlüsse draus ziehen. Ich hoffe, es war interessant dann. Danke jetzt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.